Tennis-Mini-Runde bitte auf Hauptstadtsport TV. Bei der dritten Mini-Tennisrunde vom Tennisverband Berlin-Brandenburg können die Kleinsten erste spielerische Erfahrung auf dem Tennisplatz sammeln. Ganz ohne Wettkampfdruck geht es für die unter 8-jährigen Nachwuchsspieler hier um ein faires sportliches Miteinander und den Spaß an der Bewegung. 11 Berliner Tennisvereine sind dafür mit rund 50 Kindern in die Buga-Halle am Sangerhauser Weg gekommen. TVBB-Jugendwart Roland Göring freut sich über den Zuspruch. Die können sich mal ausprobieren, Mannschaftsspiele spielen und das auf einer etwas spielerischen Art und Weise. Die spielen eben Tennis, haben auch noch andere Übungen dabei, spielen als Mannschaftsspiel Fußball noch ein paar Minuten, werfen, springen, laufen und solche Dinge. Und das ist ein etwas spielerischer Einstieg in das Mannschaftsspiel Tennis einfach. Während die eine Hälfte der Kinder dann schon mal auf dem Kleinfeld richtig Tennis spielen darf, kann der Rest erstmal seine motorischen Fähigkeiten bei verschiedenen Vielseitigkeitsübungen unter Beweis stellen oder den Teamgeist beim Fußball stärken. Das Gewinnen ist hier zwar nicht das Wichtigste, schlecht aussehen will aber auch niemand. Das merkt man auch bei den Mädchen vom Tennisclub Blau-Weiß. Es geht ja auch ums Spielen und nicht ums Gewinnen. Ja, es geht um Spaß haben. Ja, und dass man auch wirklich alles gibt, wenn man jetzt nicht jetzt so irgendwie steht und jetzt nicht wirklich vorbereitet ist, dann kommt der Ball vielleicht und dann hat der andere einen Punkt. Also muss man auch vorbereitet sein. Und sich richtig anstrengen. Genau, auch mal den Körper fordern und nicht immer nur am Handy rumhängen. Ja, ja. Wichtig ist natürlich auch eine gesunde Sportlerernährung. Am Ende bekommt selbstverständlich jeder der Mini-Athleten seine verdiente Urkunde. Ein gelungener Abschluss für den Einstieg in die Sportlerkarriere, findet auch Finn aus Pankow. Wir waren ein gutes Team und wir haben viel Spaß gehabt. Wir waren auch gute Spieler und ich fand's einfach toll. Und wer weiß, vielleicht war hier ja bereits der kommende Superheld des deutschen Tennis dabei. Im Sommer gibt's dann die nächste Mini-Runde. Und bis dahin heißt's, bleibt sportlich.